xTrain24 Ihre Einkaufswelt für Modelleisenbahnen und Zubehör heißt Sie wieder ganz herzlich willkommen. Sie sehen es schon an dem Diorama hier vor mir. Heute stelle ich Ihnen wieder ein Modell vor. Ein Modell aus dem Hause Fleischmann in Spurweite N. Es ist die Baureihe 210 mit Gasturbinenantrieb der Deutschen Bundesbahn in der Epoche 4. Und jetzt wollen wir es reinlassen. Hier kommt sie auch schon ins Bild gefahren. Mit entsprechendem Brimborium. Es ist eine Soundvariante. Wir hören mal zu. Startvorgang. So, sie läuft. Und jetzt kann sie kommen. Und die Bremsen quietschen auch. Tja, und bevor ich Ihnen das Modell nun etwas näher vorstellen werde, wie immer ein kurzer Blick in die Geschichte dieser Lok. Da bereits die Baureihe 219-001 ausreichende Erkenntnisse über den Betrieb der Gasturbinen lieferte, wurde die Baureihe 210 nach ihrer Abnahme Ende 1970, Anfang 1971 recht zügig in den Betriebsdienst übernommen. Für den Serienumbau einiger Exemplare der beliebten V160-Familie wurden bei den damaligen Klöckner-Humboldt-Deutz-Werken leistungsstarke Turbinen des Typs AFCO Lycoming T53-L13 eingebaut. Ende 1971 verfügte das BW Kempten über alle 8 Lokomotiven und setzte sie im planmäßigen Betrieb ein. Alle auf der Allgäubahn erforderlichen Spitzenleistungen wie den TE Bavaria und schwere Schnellzüge der Relation Zürich-München, die ab bzw. bis Lindau von der Baureihe 210 befördert wurden, waren nun das tägliche Brot dieser Maschinen. Die 160 km/h schnellen Lokomotiven erfüllten in den Anfangsjahren die in sie gesetzte Erwartungen. Allerdings war die Heizleistung im Winter schwach, sodass die 210 dann bei langen Zügen oft in Doppeltraktion mit einer 218 eingesetzt wurden, um die Wagen auch ausreichend beheizen zu können. Im Laufe der Einsatzjahre kam es allerdings immer wieder zu Zwischenfällen oder technischen Ausfällen dieser Lokomotiven. Das Ende des Einsatzes alle 210er bescherte 210-008. Sie geriet 1978 bei der Durchfahrt im Bahnhof Eichenau durch Bruch des Verdichterlaufrades in Brand und die Deutsche Bundesbahn nahm daraufhin alle 8 Maschinen endgültig aus dem Rennen. Die Gasturbinen erwiesen sich auch in der Einsatzzeit dieser Loks als nicht besonders wirtschaftlich. Tja, so kann es gehen. Kommen wir nun zum Modell der Baureihe 210, liebe Modellwandfreunde. Die Gasturbinen-Diesellok der Baureihe 210 stellt Fleischmann als Neukonstruktion des Jahres 2020 aufs N-Gleis. Die Lok, die hier vor mir steht, hat die Artikelnummer 724290 und ist mit einem lastgeregelten Digitaldecoder ab Werk und vorbildgerechten Sound ausgestattet. Das Modell ist feinst detailliert mit separat angesetzten Steckteilen ausgeführt. Die Drehgestelle sind fein graviert und auch detailliert. Die Bedruckung des Modells ist sauber, trennscharf und vorbildgerecht ausgeführt. Der Antrieb der Lok erfolgt auf alle 4 Achsen, davon sind 2 Räder mit 2 Haftreifen ausgestattet, damit Sie also auch lange Schnellzüge damit fahren können. Das Modell besitzt eine Kupplungsaufnahme nach NEM 355 mit Kulissenmechanik.
Ein dreipoliger Motor mit Schwungmasse sorgt für exzellentes Fahrverhalten in allen Geschwindigkeitsbereichen. Kommen wir jetzt zu den digitalen Funktionen dieser Lok. Auch hier hat Fleischmann geklotzt und nicht gekleckert. Die weiß-rote LED-Spitzenbeleuchtung ist fahrtrichtungsabhängig geschalten. Damit der Lokführer nicht im Dunkeln steht, ist auch eine Führerstandsbeleuchtung separat schaltbar. Auch bei den abrufbaren Soundfunktionen hat Fleischmann die Spendierhosen angehabt. Insgesamt 21 verschiedene Sounds können abgerufen werden. Eine Auswahl der typischen möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Ja, und es ist schon immer wieder ganz erstaunlich, was technisch alles ausgereizt werden kann, selbst mittlerweile bei diesen kleinen Modellen der Spurweite N. Vor einigen Jahren fast undenkbar gewesen, aber heute stehen diese N-Lokomotiven den größeren Brüdern in Spur TT und H0 oder 0 nichts nach. Mein Fazit zu dieser Lok: Fleischmann hat ein sehr gut detailliertes und auch technisch ausgereiftes Modell aufs N-Gleis gesetzt. Mit dem lastgeregelten Digitaldecoder und den vielen Soundfunktionen verspricht dieses Modell viel Spielspaß auf Ihrer Anlage. Und in Verbindung mit dem ebenfalls im neuen Design erhältlichen vierteiligen Set der Deutschen Bundesbahn in Popfarben der Epoche 4 ist dieser Zug mit Sicherheit der absolute Hingucker auf Ihre Anlage. Ja, und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit der neuen 210 der Deutschen Bundesbahn von Fleischmann. Und wenn Sie mögen, schicken Sie mir doch einfach mal ein Bild von Ihrem neuen Zug. Ich würde mich sehr darüber freuen. So, und nun kann meine Lok zurück in die Schachtel und ich kann jetzt Feierabend machen. Das war's von mir heute an dieser Stelle. Und ich verabschiede mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal, Ihr Frank Bettig. So, zurück in die Schachtel.